Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem FCZ und Stade Lausanne-Uschi. Bei uns sind Riccardo Dionisio und Murat Ural. Monsieur Dionisio, qu'est-ce que votre résumé du match? Bonsoir, merci. C'était un match avec deux mi-temps complètement différents. Zurich il a vraiment bien entré au match. Notre équipe elle était vraiment mou, pas concentrée, pas intense, pas compétitif. J'étais pas du tout content par rapport à notre première mi-temps. Zurich il méritait vraiment gagner le match à la mi-temps. On a fait des corrections, on a parlé avec les joueurs, on a essayé de concentrer plus les joueurs, mettre eux dans un chemin différent. Et là aussi, l'équipe a donné une bonne réponse dans la deuxième mi-temps. On a marqué notre premier but dans un bon moment du match, c'est vrai. Et ça nous a aidé quand même à être au score avec toutes les occasions quand même que celui qui l'a raté dans la première mi-temps nous a laissé dans les matchs, mais notre but à la fin de la première mi-temps. Et après, la deuxième mi-temps, l'équipe elle a accepté ce résultat, elle a couru derrière le résultat, mettre un petit peu plus de pressing dans l'adversaire. Et mérite pour mes joueurs qu'ils ont mérité 7 points pour tout le travail qu'ils ont fait, pour tout l'engagement, pour toute la discipline, pour toutes les rigueurs qu'ils ont mis dans la deuxième mi-temps. Je crois que c'est un résultat juste par rapport à notre deuxième mi-temps. Merci beaucoup, Monsieur Dionisio. Muri, was ziehst du für das Fazit? Wie der Kollege gesagt hat, in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel total dominiert, kontrolliert, sehr viele Chancen. 2-0 gsi, wir müssen dort sicher noch ein oder andere Goal noch mehr schiessen. Dann das Goal aus dem Nichts, kurz vor der Pause, und dann hat ein bisschen Passivität angefangen. Wir haben nicht mehr die gleiche Dominanz wie in der ersten Halbzeit, und am Schluss kommen wir das Goal über Penalty. Wir müssen den Sack vorher einfach zumachen. Danke, Muri. Gibt es Fragen von eurer Seite? Wartet dann bitte an mich aufs Mikrofon. Ja, Murat Ural, wie erklärt ihr die zwei Gesichter momentan, die der FCZ ab und zu in dieser Saison schon an den Tag gelegt hat? Ja, das ist eine gute Frage. Das Gute ist, dass wir eben wirklich so gut anfangen können. Wir haben auch sehr viele Chancen, das war auch immer das Thema gewesen. Wir haben ja jetzt Lösungen, machen auch zwei sehr gute Goal, müssten eben dann, wie gesagt, die Effizienz noch höher haben. Noch mehr, dass wir wirklich dann das 3-0 und das 4-0 schiessen können und hinten auch noch mehr kompromisslos sein, weil das Goal kurz vor der Halbzeit darf nicht passieren. Das hat ein bisschen Trendwende angebracht und die Konsequenz einfach vorne und hinten ganz, dass wir dann das Spiel, auch wenn wir es dominieren, dass wir das können, gut zu Ende bringen, an dem müssen wir sicher arbeiten. Gibt es weitere Fragen? Ja. Wie war jetzt die Stimmung in der Garderobe nach dem Match? Was sind da für Worte gefallen von der Mannschaft, von den Trainern? Ist klar, sind alle enttäuscht. Wir werden das nüchtern analysieren. Es sind die Emotionen natürlich da. Es gehört dazu, ist auch klar, dass wir die grosse Enttäuschung haben. Aber wir müssen aufstehen, wir müssen das genau analysieren und dann gut vorbereiten die nächsten zwei Wochen dann auf Basel. Florian Ratz. Sie haben gesagt, das Goal aus dem Nichts und dann Passivität angefangen. Der Antonio Marquesano hat in der Pause schon gesagt, er hat das Gefühl gehabt, es hat eben schon ein bisschen vorher angefangen. Also, es hat schon ein bisschen vorher angefangen, das stimmt. Es war dann noch ein bisschen mehr nach dem Goal. Und summa summarum kann man sagen, dass wir einfach nach dem 2-0 hätten müssen konsequenter weiterspielen und das dritte Goal suchen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann allen einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Merci.